Obwohl der Tod natürlich eine traurige Sache ist, gibt es immer wieder Menschen, die ihn selbst aus reiner Blödheit verursachen. Euch erwarten heute ein völlig verblödetes Liebespaar, ein junger Mann, dessen Flirtversuche tierisch daneben gingen, und eine Frau, die ein Küchenutensil auf die dümmstmögliche Art verwendet hat. Also legen wir direkt los und starten unser Video mit einem Fall, der sich im Jahr 2005 in Boston so wirklich ereignete und sogar in einer TV-Show über die dümmsten Tode nachgestellt wurde. Der Amerikaner Max Beers arbeitete zu dieser Zeit als professioneller Furztrainer. Und ja, sowas gibt es tatsächlich. Der Amerikaner war dafür bekannt, dass er seinen Körper mit selbst erfundenen Übungen und spezieller Nahrung dazu bringen konnte, riesige Mengen an Gas zu entwickeln und dieses dann auf Knopfdruck lautstark abzulassen. Dieses Wissen gab er an den jungen Arnold, das Mitglied einer Studentenverbindung, weiter, weil dieser einen Furzwettbewerb bei seiner Verbindung gewinnen wollte. Als Max Arnold gerade trainierte, wollte er dessen Fähigkeiten testen und zündete dann ein Feuerzeug vor dessen Hintern an, damit Arnold pupst und eine Stichflamme entsteht. Doch offenbar war das Training zu wirkungsvoll. Bei dem Test entstand nämlich eine dermaßen große Flamme, dass Max Feuer fing und anschließend an seinen schweren Verbrennungen starb. Kommen wir nun zu Chanchal Lahiri, der unter seinem Künstlernamen Jadugar Mandrake ein bekannter Zauberer in Indien war. Im Jahr 2019 hatte sich der 40-Jährige einen ganz besonders spektakulären Trick ausgedacht. Er ließ sich nämlich von mehreren Menschen mit schweren Stahlketten, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren, fesseln und zusätzlich noch mit Seilen umwickeln. Anschließend ließ sich Mandrake von einer Fähre aus in den Fluss Ganges versenken. Sein Plan war es, sich unter Wasser rasend schnell zu entfesseln und unter dem Applaus der Zuschauer wieder aufzutauchen. Stattdessen verschwand er aber im trüben Wasser. Und auch als die Zuschauer über 10 Minuten gewartet hatten, passierte gar nichts. Seine Leiche wurde schließlich einen Tag später im Fluss gefunden. Auch der nächste Tod auf unserer Liste ist ebenso tragisch wie auch vermeidbar, weil völlig dumm. Denn mal ehrlich, würdet ihr einem 9-jährigen Kind eine Uzi in die Hand geben? Genau das hat ein Schusswaffentrainer auf einer Schießanlage in den USA nämlich vor einigen Jahren gemacht. Der Mann wollte einem kleinen Mädchen zeigen, wie man mit der automatischen Maschinenpistole auf Ziele feuert. Hierzu erklärte er der 9-Jährigen die Funktionen der Waffe und zeigte ihr, wie man sie richtig bedient und welche Körperhaltung man beim Schießen einnehmen muss. Da der Rückstoß der Uzi für das kleine Mädchen aber zu stark war, riss sie diese beim Feuern hoch und traf den Schusswaffentrainer tödlich. Während man dem kleinen Mädchen in diesem Fall keinen Vorwurf machen kann, sind die nächsten zwei Personen in diesem Video, die die Kraft von Schusswaffen völlig falsch einschätzen, tatsächlich zwei Erwachsene. Vor 5 Jahren hatten sich die beiden amerikanischen YouTuber Mona Lisa Perez und Pedro Ruiz nämlich einen besonders waghalsigen und vor allem dummen Stunt überlegt, um ihre Follower zu beeindrucken. Pedro hielt sich für das YouTube-Video ein dickes Buch vor die Brust und Mona Lisa wollte dann aus nur 30 cm Entfernung auf ihren eigenen Freund schießen. Die beiden dachten, dass die Kugel dann wie im Film in dem Buch stecken blieb. Doch das tat sie nicht. Und so erschoss die damals schwangere YouTuberin ihren Lebensgefährten tatsächlich vor den Augen ihrer Freunde und ihres gemeinsamen kleinen Kindes. Kommen wir nun zu dem wohl besten Beispiel für den bekannten Spruch: Wer nicht hören will, muss fühlen. Im Jahr 2018 besuchte der christliche Missionar John Allen Chau trotz aller Warnungen und strengster Verbote die North Sentinel Island bei Indien.
passieren. North Sentinel Island ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten und seine Bewohner sind ein indigenes Volk, das den Kontakt zu Fremden komplett ablehnt. Genauer gesagt haben die Sentinelesen bisher jeden angegriffen und getötet, der sich zu ihrer Insel gewagt hat. Aus diesem Grund ist es auch komplett verboten, sich der Insel bis auf 3 Kilometer zu nähern. Doch John Allen Cho ignorierte all diese Warnungen und war ganz überzeugt davon, dass er es schaffen wird, sie zu friedlichen Menschen zu machen. Doch direkt als er in die Nähe der Insel kam, wurde er mit Pfeilen beschossen. John Allen Cho konnte fliehen, kam aber am nächsten Tag wieder, wo er dann wieder beschossen wurde. Jeder normale Mensch hätte wohl spätestens jetzt aufgegeben, aber John Allen Cho unternahm tatsächlich noch einen dritten Versuch, die Insel zu besuchen, und wurde dabei schließlich getötet. Kommen wir zu einem Mann, der für den Erfolg im Internet so weit ging, dass er dafür sein Leben riskierte. Und zwar geht es um den TikToker Waffler69, der mit echtem Namen Taylor Smith hieß. Taylor hatte über 1,7 Millionen Follower auf TikTok und unterhielt seine Fans bis Anfang diesen Jahres vor allem damit, dass er bizarres Essen in riesigen Mengen in sich hineinstopfte. Auch wenn das an sich im Internet gar nicht so ungewöhnlich ist und Trends wie das sogenannte Mukbang sogar Millionen von Menschen verfolgen, ging Waffler69 noch einen Schritt weiter. Er aß nämlich die ungesündesten Dinge, die es überhaupt gibt, wie etwa massenhaft frittierte Würstchen, riesige Hamburgertürme oder sogar einen XXL-Müsli-Zuckerring. Doch der riesige Zuckerring sollte leider auch das letzte sein, das Taylor in seinem Leben aß. Denn im Januar musste er dann ins Krankenhaus eingeliefert werden und starb dort an verstopften Arterien im Alter von nur 33 Jahren. Alexander Tschetschik aus Russland, der nächste Mann auf unserer Liste, hat eindeutig einen Ehrenplatz auf der Liste der dümmsten Tode ever verdient. Der junge Mann aus der Stadt Labinsk im Südwesten Russlands wollte vor ein paar Jahren nämlich cool vor einem Kumpel posen. Also schickte er diesem per Kurznachricht ein Bild von sich, auf dem er eine Handgranate mit gezogenem Splint in der Hand hält. Alexander glaubte nämlich, dass er den Splint ganz einfach wieder in die Granate zurückstecken kann und diese nicht explodieren kann, solange er sie nicht wirft. Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Alexanders Freund erkannte den Ernst der Situation sofort und schrieb ihm geschockt zurück, dass er unbedingt aufpassen müsse. Eine Antwort von Alexander bekam der Freund allerdings nicht mehr, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ihn die Granate längst zerrissen. Weiter geht's mit dem Wirtschaftsanwalt Gary Ho aus Kanada. Gary Ho war in seinem Beruf sehr erfolgreich und besaß daher ein schickes Büro im 24. Stock des Toronto Centers, einem riesigen verglasten Hochhaus mitten in der kanadischen Stadt. Weil der Anwalt vor seiner Juristenlaufbahn außerdem ein Ingenieurstudium absolviert hatte, glaubte er zu wissen, dass die großen bodentiefen Fenster in seiner Kanzlei absolut bruchsicher seien. Und so machte sich Gary Ho immer wieder einen Spaß daraus, vor verblüfften Klienten und Besuchern mit voller Wucht gegen die Scheibe zu springen und sie so zu erschrecken. Er machte dies immer wieder und nie ist etwas passiert. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Als der Wirtschaftsanwalt im Jahr 1998 ein paar Freunde zu Besuch in seinem Büro hatte, glaubten ihm diese nicht, dass die Fensterscheiben wirklich so stabil sind, wie Gary behauptete. Also nahm dieser Anlauf und sprang gegen die Scheibe. Auch diesmal hielt das Glas, allerdings flog die Scheibe aus ihrem Rahmen, weil dieser durch die vorherigen Sprünge bereits vorgeschädigt war. Und Gary stürzte ganze 24 Stockwerke nach unten. Da er der erfolgreichste Partner in seiner Kanzlei war, musste diese kurz nach dem dummen Tod des Anwalts schließlich schließen. Kommen wir nun zu einem unglaublich dummen Todesfall, der sich im Jahr 2001 in der Mojave-Wüste im Bundesstaat Kalifornien ereignete. Ein junger Mann namens Randy entschied sich an einem Abend im April, mitten in der Wüste einige illegale Substanzen zu konsumieren und im Rausch dann die Natur zu genießen.
Hierbei traf er auf eine Gruppe von sogenannten Furries. Dies sind Menschen, die sich als verschiedene Tiere verkleiden. Die Furries feierten ebenfalls eine wilde Party, bei der es heiß herging. Und als Randy etwas abseits war, erblickte er in seinem Drogenrausch jemanden in einem Bärenkostüm, mit dem er gerne verkehren wollte. Also machte sich Randy an den Bären ran. Zu seinem Pech war dies jedoch kein Furry, sondern ein echter Bär, der den völlig benebelten Mann danach sofort biss, was Randy leider nicht überlebte. Wenn euch dieses Video über 10 Leute, die auf dumme Weise gestorben sind, gefallen hat, seht euch auch unbedingt mal unser Video über die gefährlichsten Sekten der Welt an. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!